Also dieser Supermarkt hier ist mir ehrlich gesagt nicht ganz geheuer. Ich glaube, Doc Meat auch nicht. Der guckt so die ganze Zeit creepy in der Ecke. Kennt ihr das von euren Haustieren, wenn ihr welche habt? Und die gucken die ganze Zeit in irgendeine Ecke, wo gar nichts ist. Und ihr fragt euch... Wow! Wow! Alter! Oh! Ich wollte gerade sagen... Und ihr denkt euch, was ist da bloß in dieser Ecke? Oh, Hilfe, aua. Okay. Boah, aber dieser Schuss da gerade, der... Wieso fletschst du mir die Szene? Die Szene, genau, die Szene. Wieso fletschst du mir die Szene? Das sieht blöd aus, was ist das? Oh, ich dachte schon, was kommt denn da wieder? So, wir nehmen mal erstmal alles mit. Wir haben ja letztens... ausgeladen. Der auch was? Nee, der hat nur eine Plastikgabel. Die ist, glaube ich, jetzt nicht so interessant. Ach, du hast auch noch was für uns. Super Kleber. Der hat sogar ein neues Spielzeugauto. Ja, das nehme ich. Neues gut. Was machen die denn da? Was ist das denn? Mad X. Na, komm schon. Ich will das haben. Hallo. Na. Hallo. Ah. Jedes Mal, jetzt, wenn ich es gerade habe, ging es wieder weg. So. Was haben wir denn hier noch so schickes? Babyrassel brauchen wir nicht. Plastikmesser auch nicht. Das ist was für Festivals. Was haben wir da? Bein. Hm. Wird man eigentlich in Fallout 4 besoffen, wenn man Wein trinkt? Einsteiger. Entsperren wir doch mal. So geht gar nicht. Okay, aha. Geschafft. Und gleich mal den hier weggeschoben. Wow, okay. Der sieht aus, als hätte der was bei sich. Blauer Baseballhelm. Ich würde mal sagen, wir gucken mal einmal in unser Inventar, was wir so haben. Kleidung. Gammler Outfit gibt weniger. Das natürlich auch. Inspektoren Outfit sowieso. Alles blöd. Alles scheiße brauchen wir nicht. Was ist damit? Ja, gut. Kann man machen, braucht man aber nicht. Das ist auch irgendwie alles blöde. Rotes Halstuch sieht scheiße aus. Ach, das kommt dann dahin, statt dem Helm quasi. Okay. Sportbekleidung, ey. Was es hier nicht alles gibt. Ja, okay, das wird das eine besser, aber das andere schlechter. Das ist jetzt auch nicht so super. Das gibt uns beides. Ziehen wir das doch mal an. Das macht auch noch eine Sache besser. Ist jetzt nicht so toll. Okay. Da haben wir auch noch was Gutes, was wir mitnehmen können. Oh, nee. Da steht schon... wie kommen die denn hier sogar durch die... Hallo! Mein Gott! Kriegt man ja Panikattacken hier. Vor allem, warum treffe ich die nie? Ich schieß doch genau auf die drauf. Irgendwie streut die Waffe ganz schön krass. Da hinten haben wir noch eine Munitionskiste. Munition ist immer gut und Erste Hilfe ist auch immer gut. As employees must wash hands before returning to work. Okay, warum? Was ist das denn? Oh, eine Fusionszelle. Oder 6 Stück waren das, glaube ich, schon. So, da liegt ein Torso. Brustkorb und Wirbelsäule. Nehmen wir mal mit, sieht lustig aus. Hookah-Flasche brauchen wir nicht. Steht der auf? Nee, okay. Hier noch irgendwas? Kaugummi. Kaugummi ist jetzt, glaube ich, nicht so interessant für uns. Das ist aber ganz schön eingestürzt hier. Melone. Ja gut, die sind wahrscheinlich auch alle verstrahlt. Wen oder was haben wir hier noch rumliegen? Leere Farbdose. Wir nehmen das mal erstmal alles mit. Alter! Was ist mit dir kaputt?
Also ich würde sagen, wenn der hier oder die hier noch gelebt hat, hat die auf jeden Fall danach einen Bandscheibenvorfall gehabt. Wie er immer vor meine Nase rennt. Schlimm mit dem. Man kann sogar Einkaufswagen durch die Gegend schubsen. Ist auch interessant. Was haben wir da? Putzmittel. Du hast auch nichts mehr. Obwohl, den Superkleber können wir mal mitnehmen. Vorne. Hast du noch was? Okay, dich können wir überhaupt nicht looten. Was ist da? Insta. Insta-Püree. Nicht Instant, Insta. Heißt wahrscheinlich absichtlich so, aber ich kapiere es nicht. Nein! Okay, das war jetzt ein Fail. Das ist schon Einsteiger und ich breche die Dinger trotzdem ab, ey. Keine Ahnung. What? Alter! Wieso sind die denn jetzt plötzlich alle aufgestanden? Warum sind die jetzt aufgestanden? Komisch. Aber gut, dass wir hier den Beschützer hatten. Der hat uns die Dinger vom Leib gehalten. Da stehen doch schon wieder welche. Ich sehe es doch. So, da sind aber noch mehr. Ich sehe es. Oh mein Gott. Ich finde das voll schlimm, dass die mal auf einen zugerannt kommen. Ach, da kriege ich echt Anfälle. Vor allem, weil die so richtig widerlich aussehen. Okay, aber wir gehen jetzt erstmal hier rein, wo wir gerade aufgeschlossen haben. Okay, ich glaube eben. Ah! Alter! Meine Fresse, musst du mich so erschrecken, ey. Ah. Fühlt man sich ja echt hier irgendwie wie in so einem Horrorspiel manchmal. Und wieso müssten wir das jetzt ausschließen? Wir hätten doch einfach hier durchgekonnt. Muss keiner verstehen, ne? Ich würde schon sagen, da läuft doch schon wieder was. Was haben wir hier? Okay, das war, glaube ich, der, den wir da vorhin durch die Wand abgeknallt haben. Ja, so, dann gucken wir mal weiter. Wo ich glaube, ich sollte lieber erst hier lang. Plastemesser. Und Blästemesser. Und guck mal hier. Nein. Scheiße. Ach Mann! Nein. Nein. Ja. Das wär's. Jo. Oh, da sind aber schöne Sachen drin. Okay. Ich wette, hier steht sowieso wieder jemand auf. Hilfe. Okay, ich glaube, wir hatten gerade ein Level up oder so. Ein Bleistift. Kommt auch mal gut, wenn man zwischendurch mal was schreiben will. Und ein fliegender Arm. Baumwollgarn, falls wir mal was nähen wollen unterwegs. Alter! Kommt der denn jetzt schon wieder her? Wie er blutet. Wie ein Wasserfall. Aber nur ganz kurz. Maulwurfszene. Okay, wieso hat der Maulwurfszene dabei? Ach, guck mal! Josh Solo Band. Aha. Zeitungsverkäufer Kappe. Mein Gott, was hat der nicht alles dabei? Leichtbau. Gut. Ja, gut, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Aber die Fusionszellen hier, die schnappen wir uns. Okay, was haben wir hier noch? Irgendwie gar nichts. Cool, okay. Einfach ein sinnloser Durchgang. So, gut, dann watscheln wir mal hier weiter. Ach, hier ist noch ein Raum. Den habe ich aber vorher gar nicht gesehen. Was ist das denn? Ach, das kann man gar nicht benutzen. Das sah gerade so interessant aus.
Was haben wir hier? Espresso-Maschine. Nee, brauche ich nicht. Ist hier was Interessantes drin? Nö. Hier haben wir eine Laborstation. Okay, kleine Babyflasche. Brauchen wir nicht. Wir haben ja im Moment eh kein Kind. Oh ne. Ich treff einfach nicht. Au. Mein Gott. Wie wär's mal ein bisschen Liebe, statt so aggressiv zu sein? Leere Rundvase mit Weidenmuster. Ah ja, alles klar. Was haben wir denn da? Das ist eine Karotte. Wie bitte? Seife haben wir ja sogar auch. Kühlschrank ist nix. Was ist hier? Oh ne. So, dich erschießen wir gleich, bevor du unten bist. Ups. Ich habe immer das Gefühl, es kommt irgend so ein Vieh von hinten. Wahrscheinlich habe ich da sogar recht mit. Mal da rein. Lässt du mich mal bitte durch? Du sollst da weggehen. Zuckerbomben, nein, brauchen wir nicht. Okay. Ist da was? Nö. Gut, dann gehen wir mal weiter. Kann wahrscheinlich eh wieder Viecher hier. Ich wusste es doch. Boah, Hilfe. Wieso fackeln die denn immer ab? Schieße ich da irgendwo drauf oder was? Dogbeat steht einfach mal im Feuer. Scheiß drauf. Er steht einfach im Feuer. Voll der harte Hund. Sagt man das nicht sogar so? Harter Hund? Forschungsreagenzglas. Use your head. Eye protection. Okay. Ja. Was haben wir hier hinten noch? Nix. Okay, hier ist der Durchgang nur. Gut, dann gehen wir mal weiter runter. Ich glaube, hier wird es jetzt immer schlimmer, oder? Okay, hier ist ein Ausgang. Wo auch immer der uns jetzt wieder hinführt. Probieren wir es mal aus. Ach, Commonwealth. Okay.